Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstefan natürlich mal wieder und ja, unsere Blackies haben verloren in Hartberg. Sehr schwache Leistung insgesamt, also von unseren Schwarzen muss man sagen, nicht viel Positives unterm Strich. Und ja, die Hartberger, ja, für mich jetzt auch nicht unbedingt berauschend gespielt. Es hat halt dann gereicht, das Tor eben durch einen Elfmeter, auch nicht ganz unumstritten, ganz klar. Und ja, es war generell einfach kein gutes Spiel von uns und die Enttäuschung und die Frustration ist dementsprechend natürlich auch groß beim Anhang. Zum Spiel selber, erste Halbzeit eigentlich nicht großartig erwähnenswert, Torschancen relativ Mangelware. Die erste Möglichkeit gab es dann nach etwa 20 Minuten für Hartberg durch den Dosen. Dann Minute 30 herum, Sturm über die rechte Seite mit Lehmer, zarter Abschluss, nicht wahnsinnig gefährlich. Und dann noch ein Abschluss von Janscher knapp vor der Pause. Insgesamt war es das eigentlich schon mit dem ersten Durchgang. Man muss dazu sagen, ich glaube, man sieht es auch ganz gut an meiner Stirn, brennende Hitze in Hartberg. Also das hat auch auf die Gemüter niedergeprasselt. Und ja, man hat es dann auch bei den Spielern gemerkt. Die waren dann schon ziemlich fertig. Also anders kann ich mir das mangelnde Tempo heute auch kaum erklären. Dann eben zu Beginn der zweiten Halbzeit, ja, Sturm offensiv, ja, man hat versucht in den 16er zu kommen, sagen wir es mal so, aber es ist einfach, ja, offensiv im Ansatz dann bestenfalls geblieben. Hartberg auch nicht gefährlich, das Ganze geht so ein bisschen hin und her, Halbchance Sturm, Halbchance Hartberg und dann aus dem Nichts, nach 65 Minuten gibt es Elfmeter für die Hartberger. Eine Flanke kommt in unseren 16er und ja, Dominguez ist es, glaube ich, der einen Hartberger von hinten rüber drückt oder besser gesagt umdrückt, eigentlich. Ja, für mich zu wenig, ganz klar für einen Elfmeter. Finde ich eine sehr harte Entscheidung. Der Elfer, wie kann es anders sein, ist natürlich drin. Tadic mit dem 1:0 für die Hartberger. Und ja, danach tut sich Sturm auch nicht unbedingt leichter, obwohl man sogar ein bisschen Hilfe gehabt hätte, eben aufgrund von einer Überzahl, denn Hartberg sieht dann wenig später in Minute 70 herum eine gelb-rote Karte. Ich glaube, es war die Nummer 18, Rakowitz, der für ein relativ hartes Einsteigen am Barley dann eben den gelb-roten Karton sieht. In der Schlussphase, ja, versucht Sturm eben mit hohen Bällen nach Ecken, es springen ein paar Standards noch raus, irgendwie noch Druck zu erzeugen. Das ein oder andere Mal, ja, ist okay. Hartberg-Goli Svete, ja, leichter Bedrängnis, aber unterm Strich, es fehlt einfach, ja, die konkrete Torschance und der konkrete Abschluss. Und auch in den letzten Minuten, ja, kaum Glück gehabt. Dominguez noch mit einem Abschluss in Minute 88, für mich das Gefährlichste, aber wenig später war es das dann auch. Also, Sturm verliert in Hartberg 0:1, ja, alle sind angezwickt. Mich inklusive. Und ja, es ist leider keine Steigerung jetzt zum WAC-Spiel. Natürlich, das Ergebnis ist das eine, aber da muss auf jeden Fall spielerisch noch deutlich mehr kommen. Vielleicht schon ein Fingerzeig, dass die Mannschaft noch nicht so weit ist, wie sich der ein oder andere vielleicht schon wünscht. Das kann durchaus sein. Auf jeden Fall gilt es, die nächsten Spiele abzuwarten und zu schauen, ob wir die Formkurve wieder in die richtige Richtung bringen. In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. Ihr schreibt natürlich wie immer gerne in die Kommentare, was ihr zur Partie sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lernstv. In diesem Sinne, euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.